Hallöchen, Freunde bei den Crazy Movie Cats. Da bin ich mal wieder und habe ein Überraschungsvideo. Eigentlich ist es auch ein Überraschungsvideo für mich, weil ich von der, also wir waren heute, also ich war heute mal kurz zwischen den Jahren arbeiten und wir hatten Inventur. Und dann haben wir zum Jahresabschluss ein Geschenk bekommen. Eine Box, anscheinend so ein Werbegeschenk. Und ich weiß selber noch nicht, was da drin ist. Da steht drauf, die Soßenmacher. Anscheinend Soße oder sowas. Und ja, das mache ich jetzt mal auf. Und dann bin ich mal gespannt, was da drin ist. So, das ist die Box jetzt hier. So sieht das aus. Jetzt mache ich das auf und da ist nämlich ganz viel von so einem komischen Scheiß drin. So ein Zeug irgendwie. Ich meine, die Box ist ja nicht schlecht, ne? Die ist ziemlich stabil. Und hier ist ganz viel Mist drin, so komisches Zeug damit. Oh, ich sehe schon. Ich sehe schon. Oh. Naja, auf jeden Fall haben wir denn hier schon mal Nudeln. Nudeln. Auch wieder Winteredition. Die Winteredition. Eine Buddel voll Olivenöl. Dann haben wir Konfitüre, Bratapfel, Birne, Rosine. Das kann ich alles schön verschenken, weil Rosinen sind nicht meins. Und was habe ich denn hier? Das ist doch. Oh, was ist das? Glühweingewürz. Glühweingewürz. Aha. Dann haben wir dann noch hier noch irgendwie so eine Buddel mit. Schon wieder so ein Balsamico-Essig. Und dann haben wir noch das allerletzte. Was ist denn da? Oh nein. Was ist denn das Geiles? Das ist auch eine Marmelade oder so. Eine Pastasoße. Eine Pastasoße? Spekulatius-Birne als Pastasoße? Okay, was sind da drin? Tomaten, Birnen, Säurungsmittel, bla bla bla, Spekulatiuskekse, Weizenmehl, bla 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 bla. Ach du Scheiße, und das soll schmecken? Nach Tradition italienischer. Okay. Das war da drin. Ja. Okay. Diese Sachen sind da drin gewesen in dem Paket von meinem Chef. Und Konsorten. Das war mein Unpacking oder Unboxing von der Überraschungsbox. Ich bin nicht so ein Feinschmecker. Ich esse lieber Nudeln mit Tomatensoße als Nudeln mit Birnen-Spekulatiussoße. Aber man kann es ja mal testen. Dann schmeckt es ja auch so. Ne? Tschüss. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, gute und schlechte Unterhaltung. Eure Crazy Movie Cat Tante.